Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier einmal wieder zurück zu PC Building Simulator 2018 auf Deutsch. Bauteilleistung. Ja, Bauteilleistung. So sieht's aus, meine Freunde. Wir haben alle Aufträge jetzt auf Deutsch, ja? Könnt ihr helfen? Jo, kassieren. Kassiert. Kassiert. Und kassiert. Das letzte mit der Benchmark. Ich habe einfach alle Memory-Dinger reingebaut und fertig aus. So, ihre Miete ist fällig. Sie schulden uns $500. Bitteschön. Bezahlt, meine Freunde. So, neue Teile verfügbar. Verwerfen. Neue Teile verfügbar. Intel i5 7500. 1 GB 1060. Und 4 GB neuer Arbeitsspeicher. Rechner kaputt. Miete. So, und bitteschön. So, Alexander, schieß mich tot, sei gegrüßt. Der Computer, den ihr für mich gebaut habt, war ein Triumph auf ganzer Linie. Ihr hättet doch eine... PC kann empfohlene Spezifikation ausführen. Naja, okay. Dann nehmen wir das Ganze mal an. Für 1114, das Problem ist halt wieder hier auf dem, ne, auf dem was, auf dem Weg, also Transit, einfach überlegt, ne. Okay, dann Rechner kaputt, Diagnose stellen und reparieren, annehmen. Könntet ihr an dieser Sache beistehen, können Sie eine Reparatur ausführen, eine ziemlich mysteriöse Angelegenheit, könnten Sie mal prüfen, was die Ursache ist. Ich habe an der Jumper-Konfiguration gearbeitet und offenbar die falsche Einstellung erwischt. Das ist halt, das finde ich halt dann wieder, dann ist das so eine Übersetzung aller, keine Ahnung. Mein PC schleicht wie eine Schnecke, gähn. Mein Vorgänger-PC hatte eine Leistungswerte von 2467 erreicht und das muss der neue mindestens haben. Denken Sie, dass Sie es bis in 2 Tagen schaffen? 3D-Mark, Leistung 2467 in 2 Tagen. Können wir schaffen. Let it go, let it go. So, in 2 Tagen. Ich sollte vielleicht mal gucken, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich in den MPC eingebaut habe. Okay, also 8 GB Arbeitsspeicher. Ah ja, okay, 8, 3, 40, ein i7 6700 und eine R9. Okay, er braucht 16 GB, ein i7 7700. Okay, also brauchen wir erstmal noch im Shop wiederum 8 GB. Nochmal 8 GB, da kommen wir nämlich auf 16 GB. So. Ein i7 7700. Habe ich überhaupt schon so viele? Ich habe den i7 noch nicht mehr, oder? Ich habe i7 6700, aber nicht 7700. Da kann ich den Auftrag gar nicht annehmen. i5, i3, Platinum, Platinum, i7. Nö, den Prozessor habe ich noch nicht mal. Finde ich gut. Habe ich bei eBay was? Nö. Ja gut. Das heißt, das kann ich dann ablehnen. Rechner kaputt, Diagnose stellen und gucken, ja gut, alles klar. Das heißt, wir lehnen jetzt den Auftrag erstmal ab. Warten, dass ein neuer reinkommt. Brauchen PC-Upgrade, alles klar. Und hier müssen wir jetzt erstmal noch die Diagnose stellen. Beziehungsweise, war das jetzt hier die Diagnose? Ja, Wo
bauen wir den Spalt erstmal dran und gucken erstmal, was das Problem ist. Weil mit der Übersetzung werde ich nicht gerade warm. Alles klar, saugt keinen Strom. Kann also schon mal bedeuten, dass der Strom im Eimer ist. Ne, also das Motherboard. Alles klar. Gut, dann bauen wir den ganzen Spaß wieder ab. Was haben wir hier für eins? Ah, wieder das Plus-Teil, okay. Jetzt auch nichts Besonderes. Weg mit dir, weg mit dir. Prozessor rausbauen. Gut, dann müssen wir das noch bestellen. Im Shop und der. So, das Plus mit rein. Weg damit. Gut. Und ihr geht es auf eine Leistungsstufe, sehe ich das richtig, 2467. Und das muss in einem Tag abgeschlossen werden. Eine 69. 100 ME zu Gaming 100 ME, wow. Habe ich die gleiche, macht ja richtig Sinn. In Razer 1600er. Habe ich noch 1400er. Und 8 GB Arbeitsspeicher. Habe ich ja gar nichts. Also wieder toppi tippi tappi. 370 Dollar. Prozessuell. Ein 5er 6-Core. AMD. Hier. Er zahlt uns wie viel? 370 Dollars. $70 könnten wir damit plus machen. Ich weiß auch nicht mal, ob die X-Stufe dafür schon reicht. Glaube ich aber beinahe nicht dran, ob die X-Stufe so dermaßen reicht. Aber 5, 3, haben halt nur die 7er Reihe. Wir bauen einfach mal die 7er Reihe ein, dann machen wir jetzt zwar nicht so viel plus, aber who cares. So, bitte morgen. Einfach mal so Service am Kunden, sage ich mir da. So, bis heute muss die Aufgabe erledigt werden. Das ist kein Problem. Bauen wir hier erstmal kurz wieder das Motherboard ein. So. Oh, Grafikkarte war auch kaputt. Okay, was hatte der? Eine 1030 OC? 2G? Oh, Wahnsinn, die habe ich sogar hier. Na, so ein netter Mensch sind wir. Lass mal alles wieder hier 3 Millionen mal anschließen. Will das nirgendwo angeschlossen werden? Okay. Dann eben nicht, soll mir auch egal sein.
Das geht hier dran. Das geht hier dran. Da hier. Da. Hä? Ist er angeschlossen? Was will denn der? Okay, wisst ihr was? Soll mir egal sein. Läuft oder läuft? Ja, läuft. Wunderbar. Das hier draußen dran. So. Und hier tun wir mal den Prozessor raus. Tun den anderen Prozessor mit rein. Machen das Ganze zu. Aber ich habe ja einen 5er, 6er, 6er und mehr. Der andere ist ja nur schlecht. Also der ist ja von der Leistung her schlechter. Bringt also auch nichts. Manchmal rollt das Spiel aber auch rum, ne? Also. Manchmal gar nicht so nett, der Kleine hier. So, komm. Installier. Ja. Haben wir zu, dass wir das hier noch fertig kriegen. Dann haben wir hier noch einen 5000er Benchmark-Score in 2 Tagen. Beziehungsweise dann in 1 Tag. Aber das lehnen wir mal sicherheitshalber ab, weil wenn ich das heute, na jawohl, dann haben wir einen ganzen, ja, das lehnen wir mal dann sicherheitshalber eher ab. Der war jetzt hier ready. Das Schöne ist ja, ach so, am Ausgang abstellen. Ja, das haben sie gut, das haben sie sogar besser übersetzt wie Leave by Door. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Schauen wir mal, der Prozessor rafft das jetzt, also, oder schafft das in dem Falle. Ich meine, für 2467 muss der jetzt nicht so viel können. Der Prozessor ist jetzt schon um einiges stärker, beziehungsweise wir sind jetzt von den 6-Core auf dem 8-Core gegangen. Das muss eigentlich, muss das laufen. Eigentlich. Aber wir wissen ja, wie das so schön ist. Wir lassen es einfach mal kurz durchlaufen. Ich bin mal eine Sekunde weg. Ihr kriegt das gar nicht mit. Guckt einfach dahin. So, da bin ich auch schon wieder da. Wahnsinn, oder? 2407, wow, es fehlt ein 10er Score. Ernsthaft? Wegen 10 Scorepunkten, ich wäre ja wahnsinnig. So. Ich hoffe, das erreicht jetzt auch diese 10 Scorepunkte. Ansonsten wäre ich hier gleich mal gar nicht mehr so nett, würde ich sagen. Gut, dann lassen wir den ganzen Spaß nochmal laufen. Oh. Nee. Was gibt's denn auf eBay? Braucht keiner. Nein, 6500. Problem ist halt nur, brauchen wir den irgendwann mal 6500 für $230. Ja, Wahnsinn, das muss sich ja richtig lohnen. 8 GB, 4 GB Arbeitsspeicher, ist auch nicht so wirklich das Wahre, würde ich mal behaupten. Speicher. 65 $ für $52, Wahnsinn. Und 1060 6G.
1060, 6G. 350 Dollar. $100 gerade mal. So krass sind die Angebote jetzt in diesen Schuppen auch nicht, ne? Also habt mir da auch ein bisschen für $800, für was wir diese App da bezahlen mussten, hätte ich mir da schon bei Weitem was Cooleres drunter vorgestellt. So, 2000, wow. Aber funktioniert, ne? Hat funktioniert, wunderbar. Wir stellen das Ganze ab. Lehnen den ganzen Spaß ab und kassieren hier ab. So. Neue Teile verfügbar. i5-7600 und eine neue Grafikkarte. Können Sie mir einen neuen PC gesucht und Upgrade bitte. Okay, das sind jetzt die nächsten Upgrades. Aber erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Peace and out.